Eigentlich arbeitet er im Silicon Valley. Heute ist er in Erlangen. FAU-Alumnus Alex Blania ist Geschäftsführer von Tools for Humanity und hat gemeinsam mit OpenAI-Gründer Sam Altman die Kryptowährung Worldcoin gegründet. Seine Ideen gehen um die Welt. An unserer FAU hat er Physik- und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und heute ist er hier und wir sprechen mit ihm über seine Ziele, über seinen Karriereweg und natürlich über seine Studienzeit. Hi Alex. Hi. Schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns total, dass du Zeit hast für das Interview. Vielen Dank, dass ihr mich interviewt heute. Du bist ja im Rahmen des Weltmarktführer Innovation Days heute in Erlangen. Du kommst eigentlich aus dem Silicon Valley. Du reist super viel beruflich um die Welt. Aber eigentlich kommst du aus der Region. Wie fühlt sich das an, wenn du dann hier bist mal wieder? Es freut mich immer, hier zu sein. Ich komme aus der Nähe Nürnberg. Aus einem kleineren Dorf Miembeck. Und meine Eltern wohnen immer noch da. Das heißt, ich besuche sie relativ häufig. Wir haben sogar noch ein kleines Büro in Erlangen und jetzt ein größeres in München. Das heißt, obwohl ich hauptsächlich in San Francisco bin, bin ich immer noch relativ oft in Deutschland. Du hast an unserer FAU Physik- und Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an deine Studienzeit denkst? Es war wahrscheinlich immer noch die beste Zeit meines Lebens. Gerade das Physikstudium war super schön und super spannend. Und ich sage immer, wenn ich eine Zeitkapsel hätte und ich könnte einfach irgendwie die Zeit stoppen und könnte machen, was mir am meisten Spaß macht, dann würde ich wahrscheinlich immer noch Forschung machen. Deswegen war es eine unglaublich schöne Zeit hier. Gibt es vielleicht auch konkrete Momente, die du mit uns teilen möchtest und wo du sagst, ja, das waren so Momente, die Zeit auch so schön gemacht haben. Ja, ich habe, ich habe einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen und Physik. Am Anfang nur Wirtschaftsingenieurwesen, 4 Semester, und dann habe ich beides gleichzeitig studiert. Ich war quasi eigentlich immer in der Bib, also wirklich 7 Tage die Woche, all the time, in der Hauptbibliothek hier in der Stadt. Das war so mein Happy Place. Das andere Highlight war, ich bin dann zum Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts. Und da habe ich wirklich, wirklich viel gelernt. Also Florian Markert war damals mein Professor. Und sowohl die anderen Studenten als auch Florian war super, super inspirierend. Das ist gefühlt, habe ich gelernt zu denken damals oder strukturiert zu denken. Und das ist, glaube ich, immer noch eines der wichtigsten Skills. Da hat quasi alles so ein bisschen angefangen. Da ist angefangen, definitiv, ja. Und tatsächlich wegen Florian bin ich überhaupt ins Caltech gekommen. Du bist Geschäftsführer von Tools for Humanity, ein Unternehmen, das Geräte baut, die unsere Iris scannen, sogenannte Orbs. Yep. Und mit dieser Methode kann man sich dann im Internet als Mensch identifizieren. Yep. Ja. Gekoppelt daran ist Worldcoin, eine Kryptowährung, die du mit OpenAI-Gründer Sam Altman gegründet hast. Yep. Genau. Erzähl vielleicht kurz, wie ist es dazu gekommen? Ich habe mich für eine Konferenz von Y Combinator beworben. Ich weiß nicht, ich habe damals im Max-Planck-Institut das Video recorded für diese Konferenz. Es waren 2 Minuten und 10 Sekunden. So lange hatte man Zeit und ich habe mich quasi selber gepitcht. Und die Idee von der Konferenz war, hat Sam veranstaltet, dass quasi 100 der schlauesten Studenten der Welt mit 20 der Industry Leaders irgendwie ein Wochenende zusammen verbringen und darüber diskutieren, was die Zukunft so bringt. Und dann wurde ich damals abgelehnt. Und ich war super erneut. Und während diesem ganzen, also zwischen Bewerbung und Ablehnung, waren ungefähr 2 Wochen. Und in diesen 2 Wochen hat ein Venture Capitalist von San Francisco hat ein Bild von dem Auto geliked, das ich gebaut habe, als ich 16, 17 war. Und ich dachte damals, dass dieser Venture Capitalist Teil von dem Aufnahmekomitee von YC120 ist, also von dieser Konferenz. Und habe ihr dann einfach dieses Video geschickt. Und habe gesagt, hey, my name is Alex Blania, I applied for YC120. Here's the application video. And I think you made a huge mistake. So I will fly wherever you are. I will convince you of the contrary. Und die Investorin hatte nichts damit zu tun, aber hat dann gesagt, hey, I don't know what YC120 is, but this video is pretty awesome.
just come to San Francisco and I will introduce you to a bunch of people. Und dann hatte ich einen Interviewprozess quasi in ihrem Fund, aber dann bin ich nach Silicon Valley geflogen und das erste Mal in den USA. Und sie hat mich quasi mit diesem Kontext quasi vielen der ganz bekannten Unternehmern vorgestellt. Und damals war ich einfach noch ein Student, das war einfach, ich habe meine Forschung erklärt. Und deswegen hat der Sam und Max haben davon gehört, dass es diesen jungen Studenten gibt, der irgendwie sauer ist, dass er nicht zu YC120 aufgenommen wurde und jetzt diese ganzen Founder trifft. Und dann habe ich einen Outreach bekommen. Und es war ein paar Monate später, aber dann hatte ich viele, viele Interviews als Software-Engineer mit Max und mit Sam. Und und dann sind wir relativ schnell Freunde geworden tatsächlich. Ich habe das Angebot als Software-Engineer habe ich abgelehnt, weil ich gesagt habe, hey, this is so early, like I don't even know what to engineer. Noch bin ich ein guter Software-Engineer, also ich bin der Falsche für den Job. Und dann haben sie mir ein Co-Founder-Angebot gemacht und haben gesagt, hey, alright, if you don't want to be Software-Engineer, why just try yourself as a CTO and if you fail, we will have to fire you, but just try. Und ganz schön viel Druck auch. Genau, und das war der Anfang. Wann hast du gemerkt, ihr stellt da jetzt was richtig Großes auf die Beine und das geht richtig um die Welt? Und wie ging es dir damit? Ja, das hat wirklich lang gedauert. Das war nicht, ich weiß noch, als wir angefangen haben, daran zu arbeiten, dachte ich nicht mal wirklich, dass das eine Company wird. Ich dachte so, dass das so, ich gehe nach 6-7 Monaten wieder zurück in die Forschung. Und es war einfach so eine spannende Experience, mit dem Seminar zu arbeiten und zu verstehen, wie das Silicon Valley so funktioniert. Aber die Idee war so verrückt, dass es war irgendwie relativ schwer, sich vorzustellen, wie das wirklich passieren würde oder klappen würde. Und dann ansonsten war es halt einfach wirklich, es waren wirklich, wirklich schmerzhafte 4 Jahre. Und deswegen, man hatte nicht wirklich irgendwie Zeit oder es hat sich jetzt nicht wirklich so angefühlt, als würde man irgendwie was super Großes bauen. Das war einfach nur wirklich, wirklich viel Arbeit die ganze Zeit. Wie kommst du zur Ruhe, wenn du sagst, es war wirklich schmerzhaft? Was ist so dein Ausgleich? Ehrlich gesagt, ich hatte keinen. Ich war, also wirklich die letzten 4 Jahre war 7 Tage die Woche, jeden Tag, immer über 12 Stunden, oft 14, 15, 16 Stunden. Ich dachte mir so, okay, das ist die Chance und also das hat man nicht oft und deswegen habe ich einfach maximal Gas gegeben. Was ich jetzt wieder anfange, ich habe damals in der Schule habe ich viel Karate gemacht und war auf Wettkämpfen und solche Sachen und ich habe jetzt wieder zum Kämpfen angefangen. Ich mache jetzt wieder Boxen, MMA, Jiu-Jitsu. Ach Wahnsinn, aber es hat sich ausgezahlt. Die Idee, das Unternehmen, ihr seid richtig bekannt geworden. Ja. Was möchtest du persönlich erreichen? Was ist dein Ziel? Ich glaube, die nächsten 5 bis 10 Jahre sind wirklich, wirklich kritisch für viele, viele Sachen. Ich glaube, sozioökonomisch, technologisch. Ich will einfach an Sachen arbeiten, die ich denke, die wirklich wichtig sind und die wirklich viel Unterschied machen. Tools for Humanity, the Worldcoin wird sicher nicht das Letzte sein. Ich werde wahrscheinlich eine neue Firma gründen oder eine Firma kaufen, entweder im Energiebereich oder im Biologiebereich. Aber letztendlich ist es, für mich fühlt es sich so an, wie die Zeit zu sprinten, weil die nächsten 5 bis 10 Jahre, glaube ich, ziemlich wild werden. Es gibt ja auch viel Kritik um WorldCoin. Wie gehst du damit um? Als Teil des Jobs, mehr oder weniger. Also als wir relativ früh wussten wir, dass das der Fall sein wird oder dass es relativ viel zu erklären geben wird. Man muss natürlich auch immer, wenn es Kritik gibt, muss man einfach mal einen Step back nehmen und reflektieren. Ist irgendwas, sollte irgendwas anders sein, sollten wir irgendwas ändern? Also die Hauptkritik ist immer so ein Concern around privacy. Das ist eigentlich so hauptsächlich die Frage, die ich beantworten muss. Und da bin ich halt einfach 100% sicher, dass das System, das wir gebaut haben, absolut anonym ist. Und kryptografisch beweisbar so. Deswegen, es ist für mich einfach Teil des Jobs, einmal am Tag
mehr oder weniger zu erklären, wie es funktioniert und warum ich denke, dass es extrem wichtig ist und warum ich denke, dass die Sorgen nicht wirklich berechtigt sind. Wenn du einem Kind erzählen würdest, was du machst und was dein Ziel ist, was würdest du dem Kind sagen? Ich wollte als Kind immer Erfinder sein. Und mein Vater hat mir damals gesagt, den Job gibt's nicht. So etwas gibt's einfach nicht. Und ich habe schon früh angefangen, Roboter zu bauen und solche Sachen. Und ich dachte mir, okay, das will ich mal als Job haben. Ich will einfach Sachen bauen, die mir Spaß machen, die cool sind, die wichtig sind. Und ich dachte wirklich, wirklich lang, dass es diesen Job einfach nicht gibt. Und ich glaube, als Kind oder Jugendlicher würde ich sagen, wenn ich jetzt mit jemandem rede, der ähnliche Interessen hat, würde ich sagen, dass es diesen Job gibt. Und ich glaube, dass das Unternehmertum, wie es vor allem, wie es in Silicon Valley passiert, bisschen weniger hier, ist getrieben von Ingenieuren, von Technologists, die Ideen haben, wie die Zukunft aussehen sollte und wie man Sachen baut und setzen es dann um, sind in der Lage, relativ viel Geld dafür zu raisen und viele tolle Leute dafür zu hiren. Und genau, deswegen, wenn ich jetzt nochmal mit dem jungen Alex sprechen würde, würde ich sagen, hey, es gibt sowas, was du dir vorstellst, gibt's. Das heißt nicht Erfinder, sondern das heißt Founder. Und that's what you should do. Lieber Alex, vielen Dank für das sympathische Gespräch und das Interview und noch eine tolle Zeit in Erlangen. Vielen Dank. Wenn Sie mit Ihrer Alma Mater in Verbindung bleiben möchten, dann registrieren Sie sich doch kostenfrei in unserer FAU-Community und werden Sie Teil des Alumni-Netzwerkes. Dort werden Sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten.